So. Ey, das ist leer natürlich. Und tschüss. Okay, oder nicht? Das Spiel ist halt so makaber teilweise. Schießen die Verstärker an, bevor die Bomben fallen. Ja, gut. Nein. Hätte ich jetzt gedacht, dass man ein Schloss da aufschießen muss. Aber falsch gedacht. Das heißt, wir müssen uns hier wieder durchwängeln. Und dann Sachen hochklettern, wo ich sagen würde, ja, nö, lassen wir mal lieber. Zum Glück können wir uns runter Zipliner den ganzen Weg runter, ohne runterzufallen, im Fieberfall. Und natürlich hört es erst zu regnen auf, wenn ich oben angekommen bin. Mecker nicht, immerhin hört's auf. Gottes Willen. Ich will auch hoch. Aber es ist halt typisch. Eine Flagge. Ja, und nu? Ist man jetzt hier extra nur hoch wegen so einer dummen Flagge geklettert, oder was? Nein. Really? Das halte ich jetzt aber schon hier für ein abgekartetes Spiel. Ach da. Okay. Interessant, dass man halt wirklich komplett hochklettern muss, um ein Achievement zu kriegen. Naja, eine Flagge oder was auch immer. An jeden, der mich hören kann. Mein Name ist Kyle Crane und ich sende aus der Quarantänezone in Harran. Oberst Taylor und das Verteidigungsministerium haben gelogen. Es gibt immer noch Überlebende innerhalb der Stadt. Sie planen, Brandbomben auf Harran abzuwerfen. Sollte dies geschehen, werden Taylor und das Ministerium zu kaltblütigen Mördern. Heilige Scheiße, in der Quarantänezone lebt noch jemand. Hey, hören Sie mich? Verstehen Sie? Hier ist... Heilige Scheiße, das war mal echt knapp. Crane, sind Sie das? Hören Sie mich? Was zum Teufel wollen Sie? Wir geben Ihnen eine Chance, aus diesem Höllenloch zu entkommen. Ach ja, warum sollten Sie das tun? Ich habe nie rausgefunden, wer Ihre blöde Datei hatte. Meine Mission ist hiermit beendet. Vergeben und vergessen, Kyle. Was wir von Ihnen wollen, ist, dass Sie Dr. Zeres Forschungsdaten besorgen und wir schicken Ihnen einen Helikopter, der Sie rausholt. Sie wissen ja, ich kenne den Inhalt der Datei. Ich weiß, dass Sie das Virus missbrauchen wollten. Crane. Oh mein Gott. Sie brauchen das Heilmittel, um Ihren Arsch zu retten. Anders kommen Sie da nicht raus. Sie müssen die Öffentlichkeit überzeugen, dass Sie an einem Heilmittel arbeiten. Das ist eine bösartige Unterstellung, Crane. Bringen Sie uns die Forschungsdaten und alles wird gut. Sie wollen die Daten? Dann warten Sie auf mein verdammtes Zeichen. Sammy, okay. Bist du da? Der Verstärker ist installiert. Großartig. Wenn du die Seilrutsche benutzt, landest du in der Nähe des erwähnten Tunnels. Er führt zurück in die Slums. Okay. Hey, Steam. Errungenschaft, Höhenangst. So. Ja gut, sollte... Begeben sich zum Tunnel. Das heißt, die ganze Tunnel wieder zurück? Warum hält er sich irgendwie fest? Zum Glück hört das auf, wo Wasser ist. Ne? Super. Also Glück hat der Junge. Das muss man einfach so sagen. Beziehungsweise, was ist, ist das? Hä? But the question is how? Ja. Das ist halt wirklich die Frage. Warum hört es denn auf? Weil gerissen kann es ja nicht sein. Funktioniert ja nicht. Hier rein? Ja. Was, wo rein? Da rein. Gut. Ja. Gut. Schnur? Sogar? Rein, ja, theoretisch. Ja. Der Plan ist bombensicher. Da. Gut, es ist jetzt natürlich jetzt ein anderer Weg. Wäre ja zu einfach, wenn man den gleichen Weg zurückgehen würde. Den man halt schon gesichert hat. Autsch! Arschloch! So.
Geh weg da. Das ist ja wirklich zu einfach. Ja, ist jetzt gut. Wir haben es begriffen. Ihr seid gar nicht sauer auf mich, sondern auf ihn, aber auf mich zielt er dann ab. Alter, ist das ekelhaft. Alles klar, Fall hat mal aus. Alter. Ist okay. Dass ich da halt hängen bleib. Hau ab. Alter, wie viele Blutbären, naja, Fleischberge, wie auch immer, da halt sind, wo wir gewesen sind. Schon ein bisschen krass. Klack, klack. Ist auch mutig, durch so Wasser einfach durchzulaufen, ne? Obwohl hier überall Funken sprühen. Ja. So. Ihr bekommt mit. Looten tun wir gerade nicht so. Wir haben ehrlich gesagt relativ viel. Also ich habe zumindest für relativ viel Geld. Und ist ehrlich gesagt aktuell nicht mehr so wichtig. Weil wir so dem Ende entgegengehen. Außer er kommt noch jetzt was komplett krasses. Und den meisten Kram kann man so kaufen. Also von daher passt es halt schon. Nächste Ladesequenz ist natürlich wieder da. Hey. Diesmal Circle Boy in Vierkasteneck. Dr. Campton, Kyle Crane hier. Können Sie mich hören? Ja, ich höre Sie. Treffen wir uns. Ich kann sofort mit der Arbeit beginnen. Bringen Sie mir nur die Proben. Und genau das habe ich vor, Doc. Aber vergessen Sie nicht, ich bin von einer Horde Zombies umzingelt. Verstanden. Ich bin bald bei Ihnen. Gut. Ich werde hier so bald nicht wegkommen. Na komm, die sind direkt vor uns, das heißt, wir können den beiden mal helfen. Jo! Hab's mir anders überlegt, ich helfe denen nicht. Okay, die beiden Typen sind tot, das heißt, das war's mit der Hilfe. Jetzt brauch ich dann Hilfe. Na, einfach mal die beiden Typen ausgeschaltet. Na, GG. So, da oben müssen wir wieder hoch. Es ist halt so geil mit den Enterhaken. Okay. Schon hier fast runtergefallen. Wo ist er denn? Ist halt so typisch Just Cause gerade. Huch. Komm hoch da. Okay, gut. Fuck! Mach's gut. Ich hab halt gehofft, dass ich ins Wasser reinspringen kann. Oh Mann, beziehungsweise, dass ich mich irgendwie mit dem Enterhaken daran ziehen kann. Fuckhack. Oh ja, vom Feinsten. Willst du handeln? Ach, Moment mal. Ich möchte ganz gerne mit dir handeln, Kollege. Wenn du eh schon da bist. Kaufen wir mal alles ein. Zudem die Klinik. Bringen Sie Zeros. Okay. Ups. War jetzt gar nicht mal so unübel, dass ich gestorben bin. Habe ich wenigstens ein bisschen Munition kaufen können, alles drum und dran. Und von daher. Ist okay. Man muss auch das Positive aus dem Negativen gerade gesehen haben. So. Hä? Wieso geht denn. Ja, genau. So ging der jetzt, was weiß ich, wie weit, Enterhaken. Kann mich aber nicht einen Meter Rand nach unten ziehen, oder was? Schnauze. Kommst du? Ja, ich bin unterwegs. Ach da. Muss man unten?
Oder unten rein, ja, ne? Wird mal fast. Da unten reinsliden, okay. Alter, die Sau. Wollte er mich mit Tomahawk abwerfen? Dank der Kameras kann ich Sie sehen. Genau. Ich heiße Crane. Kommen Sie mit dem Fahrstuhl ins unterste Stockwerk. Okay. Statue. Ja. Oh, interessant, interessant. Er hätte auch nicht oben einfach mal ein Fenster aufmachen können für uns. Nein, das wäre ja zu viel des Guten gewesen. Ja, der ist doch eingesperrt. Der wird ja von Zombies überlaufen, darum kommt er ja auch nicht raus. Aber er muss doch eigentlich einen Raum haben, wo er drin hängt. Ja, er hängt im Raum und vor dem Raum stehen die Zombies. Darum müssen wir ja jetzt zu dem Honk hin. Aber der Raum hat doch bestimmt Fenster. Im Keller. Ach so. Glaub nicht. Na, bestimmt hat er Fenster. Kannst du meinem Architekten vorschlagen? Der wird sich freuen über deinen Vorschlag. Natürlich. Ich habe halt nicht aufgepasst, dass er im Keller ist. Na, ich merk's. Übrigens läuft die Einrichtung mit Notstrom. Nur die wichtigsten Systeme sind aktiv. Für mein letztes Experiment benötigte ich sehr viel Energie, was zur Überhitzung der Generatoren. Ja. Okay. Interessant, dass man noch Push-the-Button machen musste. Na, du komm jetzt hier, mach auf. Hä? So. So. Ich hoffe, es stört Sie nicht, dass ich so vor mich hinquassle. Es ist eine ganze Weile her, dass ich die Chance hatte, mich mit einer Person direkt unterhalten zu können. Naja. Aber der Raum kann ja trotzdem Fenster haben. Die Tür zum Hauptflur kann nur manuell geöffnet werden. Der Schalter ist sehr wahrscheinlich in der Sicherheitszentrale zu finden. Unterwegs. Lebst du noch? Natürlich lebt er. Lebst du jetzt immer noch? Jetzt aber nicht mehr. Da darf ich nicht lang. Ist doof. Das nehmen wir mit, nehmen wir mit. Nö. Bisschen durchsuchen können wir ja trotzdem, so ist es nicht. Nö. Okay. Und hopp. Jetzt.